Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bekommen, oder beziehungsweise habe eine Anfrage gekriegt, ob ich darüber Videos machen wollen würde. Und das hat mir ganz gut gepasst. Und zwar ein Multifunktions-Haartrimmer. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Die Verpackung gefällt mir mit dem Gold und mit dem Schwarz. Aber es ist ein 27 oder 24 teiliges Set oder so. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von Yabifi. Wir packen es mal aus. So, dann haben wir einmal. So seht ihr das. So sieht es dann halt aus. Englisch. Ah, Deutsch. Wichtige Sicherheitshinweise. Okay. Ja. Die interessieren uns natürlich nicht. Dann haben wir hier nochmal eine. Ne, 3 in 1 Set ist das. 3 in 1. Stand da nicht was von 24 teilig? Oder bringt da jetzt was durcheinander? Oh. Auch alles schön bebildert, das finde ich sehr gut. Und auch in Deutsch. So. Dann nehmen wir mal das Plastikteil hier raus. Oh, ich hoffe nicht. Dass ihr das sehen könnt, was wir alle zwei haben. Und natürlich auch noch eine Tasche. Das ist alles mit bei. Wir machen das jetzt aber mal wieder rein. So. Weil die Reinigungsflüssigkeit bzw. das Öl und den USB ist auch USB-C, ja, den brauchen wir jetzt nicht. Den können wir hier einfach so wieder reinlegen. Machen das hier rauf. Gibt es in verschiedenen Farben. Gibt es in Blau, so wie ich es jetzt hier habe, und in Rot. Und ich glaube, so ein Gelblich gibt es auch. Besser. So. Dann können wir das Heft auch mal wegpacken. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Packen wir das mal aus. Wir haben hier einen Aufsatz. Wir haben hier einen zweiten Aufsatz. Wir haben noch einen Aufsatz. Und dann haben wir noch einen Aufsatz. Ich habe ja mehrere, aber hier ist halt gleich Nasenhaarschneider mit bei und halt auch was für mich wichtig ist, halt sowas Kleines hier. Ja. Seht ihr das? Das ist eine Klinge. Für Kanten. So, das ist das Produkt. Hier hinten hat mit so ein paar Aussparungen. Wartet mal, ich mache mal so, dass man das vielleicht hier. So, naja, mit dem Fokus haut jetzt gerade wieder nicht so hin, weil die Sachen hier. Ja. Ja, könnt ihr denn so ein bisschen erkennen, denke ich mal. Dann haben wir dann hier oben. Der ist ein bisschen schmaler als die meisten. Die meisten sind etwa so ein Stück breiter. Ja. Dann haben wir hier ein Drehrad. Ich muss noch mal gucken, ob sich da was ändert.
Sieht jetzt nicht so aus, als wenn da was passiert. So, dann haben wir hier den Powerknopf, der ist silber. Auch hier an der Seite nochmal. Das soll halt für Grip sein. Er liegt wirklich gut in der Hand. So, dann haben wir hier drei Striche für Akku. Aber wir brauchen nicht gedrückt halten, reicht einmal drücken. So, jetzt haben wir hier das Schloss, was blinkt. Jetzt können wir nicht mehr an- und ausschalten. Müssen wir wieder gedrückt halten. So. Eins bis 10 oder 11 bis 20 steht da drauf. Ich hatte ja schon mal irgendwo hier so ein Akku drin war, also so ein Akkuzeichen war, der war super, war auch ein Billigteil, also Billigteil will ich jetzt nicht sagen, aber preisgünstiger und der war wirklich super, der hat wirklich gut die Haare geschnitten, Bart geschnitten, bloß der ist mir einmal runtergefallen und da ist dann hier innen drinne der Akku, hat sich da was gelöst und den habe ich auch leider nicht mehr zu reparieren gekriegt, das war super schade, der war nämlich richtig toll. So, wir gucken mal in der Anleitung, was hier steht. Pfeil, Längenregler, achso, das ist ein Längenregler, Schloss, wenn das Schloss blinkt, ist das Gerät gesperrt, 3 Sekunden gedrückt halten zum Entsperren, ja, das haben wir ja mittlerweile rausgekriegt. Die Führungsschiene auf der Seite Bart. Okay. So, also das ist dann halt für die Länge. Ich habe jetzt gedacht, dass hier was passiert. Aber also es sieht jetzt nicht aus, als wenn da irgendwie was vorne rauskommt. Oder hochkommt. Aber ich kann mich auch irren. Wir machen aufs Kürzeste. So kurz wie möglich. Das ist das Längste. Hier oben ist es dann auch so ein kleiner Bupsel, dass man sehen kann, was der zählt. So. Das ist das Kürzeste. Dann haben wir hier, fangen wir mal mit dem Kleinsten an. Da ist die Bartschiene, die sind hier an der Seite. So, die müssen wir hier reinmachen. So. Dann haben wir das hier dran. Das ist 0,1 bis 10 mm. Ah, hier, jetzt funktioniert es. Ah, dafür ist es. Nicht die Klinge wird hier geändert, sondern das wird hier geändert. Ja. Also wir haben jetzt ganz, ich weiß nicht, ob ich hoffe, ihr seht das richtig hier. Ganz schmal liegt das hier oben an der Klinge an und wird dann halt ein bisschen dicker. Da könnt ihr dann sehen, dass die Klinge frei liegt. So, und hier halt auch. Und wenn wir das jetzt hier rausnehmen, dann haben wir hier 11 bis 20 mm. Da müssen wir dann hier ein bisschen wieder aufpassen, dass wir das hier vernünftig reinkriegen. Hier hapert es gerade. Moment. So. Ah, hier jetzt haben wir. So. Ah, jetzt haben wir es. So. Und auch hier kommt es dann wieder raus. Ich hoffe, ihr könnt es vernünftig sehen. So. Also eigentlich sollte das eingerastet sein.
Ja. Auch? Bei dem funktioniert es jetzt gerade nicht so. Ja, da. Der hakt hier sich nicht richtig. Ach, jetzt hat er. So. Hoch. Und wieder runter. Der war nicht richtig reingeklickt. So. Ein bisschen rausziehen, aber das ist ein bisschen, muss man aufpassen, wenn man sie nicht wegbricht. Die Dinger müssen nämlich eingerastet sein dann. So. So, dann haben wir das einmal so abziehen. Also einfach so. Dann einfach hier oben und hier unten zur Sicherheit, damit das nicht wegkommt. Zack, rausgehebelt. So, und unten hier rein und raufklicken und fertig ist. Und dann haben wir hier einen kleinen für Konturen. Ja, oder für, manche wollen sich ja Muster reinmachen oder so in der Seite oder so. Oder in Bart. Da kann man dann mit diesem kleinen Ding, kann man sich dann Muster machen. So, abziehen. Dann haben wir noch einen Aufsatz. Auch hier wieder. Hier seht ihr, die sind zum Festhalten. Das hat sich dreht oder ja, damit das halt schneiden kann. Rauf. Und so, dann ist hier drinnen, was sich dann bewegt. Das ist halt ein Nasenhaarschneider. Wie gesagt, das ist halt für die Seite. Da passiert jetzt logischerweise nichts. Weil der Nasenhaarschneider, ja, der wird ja hier nur reingeklickt. Der hat jetzt hier nicht was an der Seite hier. Ja, dass es halt hier irgendwie hoch und runter fahren kann. Das ist dann halt nur bei den beiden hier. Kann man auch gucken, wie sieht das aus, wenn wir das jetzt hier rauf machen. Und dann einfach mal das hier. Ja, das ist ein bisschen, also das ist dann wirklich ein bisschen blöd gelöst hier. Muss man wirklich gucken, wie man das aufkriegt. Ja, dafür ist es nicht. Das passt nicht. Ich habe gedacht, dann kannst du mal mit dem Kleben dann vielleicht auch. So. Und dann wieder hier rauf. Und da seht ihr, da passt es dann schon gleich. Dann ist schon drin. Und dann raus. Und wieder rein. Ist auch leise. Ich meine, natürlich hört man, klar, logischerweise ist ein Rasierer, den hört man. Aber er ist nicht so laut wie einige andere. Wir haben eine schöne Anzeige vom Akku. Und wir können das halt auch komplett sperren. Also das ist halt gut, wenn man es jetzt zum Beispiel in eine Tasche packt und man hat Angst, dass das irgendwann ausgelöst wird. Seht ihr, mir passiert gar nichts, weil das da... 1, 2, 3. Zack. Und schon ist er wieder an. Oder aus. Von der Farbe her finde ich ihn auch ganz ansprechend. Hier wäre der USB-C-Kabel. Ich finde schon mal schön, dass überall USB-C jetzt mit bei ist und nicht beides. Oder manche haben ja USB gehabt und dann halt noch so ein Dings. Und ach, dann hat man nicht die passenden Kabel und findet das nicht. USB-C passt immer. Kein Wandadapter mit bei. Ja, den haben ja viele. Aber die kann man auch für einen schmalen Taler einzeln kaufen. Aber da die Handys jetzt alle USB-C haben, laut neuen EU-Gesetz, ist es eigentlich kein Problem, den zu laden. Ja, USB-Kabel ist mit bei, bumm, Wandadapter. Oder viele Steckdosen haben ja auch schon so ein USB drin und fertig ist. Ja. Ich werde mir den auch, so wie es jetzt ist, mal wieder einpacken hier, dass ich euch das zeigen kann. So,
So wie es ist, werde ich mir den auch im Badezimmer hinstellen. Ja, wie rum war denn das jetzt? Ich glaube so rum. Ach so. So rum. Und der war dann halt davor. So. Durch die Schräge. So. Ist da vielleicht ein Bild, wie man das wieder reinpackt? Natürlich nicht. Also mit dem Einpacken habe ich es immer. So. Zack. So. Muss man halt nur noch gucken, wie man das hier reinpackt. Ist halt die Schräge. Ich glaube aber so. Da, ach, das große dahin und das kleine. Dann in die Richtung oder was? Ach so. Muss ein bisschen rin drücken. So. Ha. Und schon hat man es wieder drin. Und so mache ich mir das dann im Badezimmer im Schrank drin. Ich mag das nicht, wenn ich die einzeln immer rumliegen habe. Ich habe die wirklich bei mir so, beziehungsweise halt offen, dann im Schrank und dann brauche ich nur so rausnehmen. So kommt halt nichts weg. Ja? Ich habe die dann so im Schrank drin. Bei manchen schneide ich dann halt, mache ich das halt so, dass es so im Schrank drin ist. Oder ich schneide das obere halt weg und habe das dann halt so. Und wenn ich ihn dann brauche, nehme ich ihn mir raus, habe meine Aufsätze. Und wenn ich ihn nicht mehr brauche, mache ich ihn wieder rein und lege die Aufsätze rein. Und dann kommt der dann wieder so in den Schrank geräumt. Ja, weil ich mag es nicht, den einzelnen, weil ich habe mehrere. Und mir ist damals auch schon bei ihm mal hier das kaputt gegangen, weil es rumgelegen hat. Wenn man es irgendwo in ein Fach packt, packt irgendjemand irgendwas drauf oder das fällt raus und tritt man drauf oder so. So ist es immer schön zusammen. Wird nur rausgeholt, wenn ich mir die Haare oder den Bart mache. Ja, dann kommt es wieder sauber gemacht und dann kommt es hier rein. Dann kommt es wieder in den Schrank und es kommt nichts weg. Es ist da, wo alles sein soll. Ja, man kann natürlich auch die Tüte nehmen und das da wieder reinmachen und die Tüte in den Schrank oder in Schubfach oder so. Das ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde das jetzt so für mich viel, viel besser. Ja. Können wir nochmal gucken, dass wir das hier vielleicht noch gerade kriegen. So. Siehst du, so geht das doch. So. Und so werde ich mir den dann in den Schrank machen. Finde ich. Also ihr könntet natürlich machen, wie ihr wollt. Ich persönlich bevorzuge diese Methode. Ja, und dann ist immer alles da. Das kommt dann nach ganz unten, weil das braucht man nicht immer. Aber vielleicht muss man ja mal was nachlesen oder so. Ich werde euch das in die Videobeschreibung verlinken. Ein sehr schönes Teil. Leiser als gedacht, also leiser als viele anderen. Multifunktion, was sehr schön ist. Der Akku wird angezeigt, vernünftig. USB-C mit der Sperre finde ich auch sehr angenehm. Also ist ein schönes Ding. Schöner schwarzer Karton mit dem Gold. Also finde ich schön vom Optischen her. Schönes Teil. Ach, hier steht es, hier unten. 43 in 1. Barthaarschneider. Ich denke mal, die meinen die verschiedenen Größen. Aber das sind doch auch nur 1 bis 10, also ohne 1 bis 10 haben wir natürlich 1 bis 10, 11 bis 20 haben wir insgesamt 20, ohne wären 21, Nase ist 23 und der andere Aufsatz ist 24.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie sie auf 43 kommen. 43 in 1. Das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung, weil, wie gesagt, wie viel haben wir hier? Ja, 20 Stufen. 20 ohne 21, 22, 23. Es sei denn, die meinen halt, dass man da denn das doch raufkriegt. Dann wären das 20. Nochmal 20 sind 40. Ja. 41. Ohne 42. Und ohne das auch 43. Dann erschließt sich mir das. Aber das. Aber ich könnte mir das immer nochmal Kontrolle machen hier. So. Und dann nehmen wir mal das große hier raus. Weil das hat doch eben gar nicht gepasst. Es müsste aber passen, weil wir haben da ja eine Lücke. Also man kommt ja, kann das ja hier reinmachen. Doch, es funktioniert. Aber, also geht jetzt hier nicht runter und hier, seht ihr das? Hier ist es nicht da drunter. Ja, das rastet auch nicht ein, weil das halt zu weit raus steht. Also so wie es aussieht, geht es. Aber auch nur so, also, na gut, dann macht das Sinn mit den 43. Aber ich selbst hier habe bei denen, hier ist ja zu jetzt, ja. Da hätte ich jetzt, passt das? Oder muss man es andersrum machen? Bei dem Teil. Nee, da passt gar nicht. Nee, das passt nicht. Also wenn ich das jetzt hier raufdrücke, das ist hier zu hoch. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da passiert nichts. Also das ist nicht. Also dann erschließt sich das den 43 in 1 nicht. Müsste man wirklich mal die Beschreibung oder den Namen ändern, weil das passt jetzt so nicht. Meiner Meinung nach. Jetzt will es wieder hier nicht reinpassen hier. So, jetzt aber. Also das erschließt sich mir echt nicht. Wie man da auf 43 kommt. So, hier haben sie auch. So. Die normale Klinge und dass es rausfährt. Das ist alles ersichtlich. Das ist klar. Bringen Sie die Führung Löcher. Beide sollten klingen an. Ja. Also es funktioniert wirklich gut, auch mit dem Rausmachen, aber. Aber hier steht auch nur 3 in 1 Set. Also es steht hier drinnen 3 in 1 Set. Auf dem Karton steht 43 in 1. Also da. Und so stand es auch bei Amazon. Also das ist falsch. Vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler oder so. Die 4 ist aus Versehen. 3 in 1. Also 3 in 1, ja, aber 43 in 1. So, jetzt, wenn man das jetzt natürlich auf das Schmale noch mit drauf machen könnte, dann erschließt sich mir das. Aber das passt ja nicht. Ich habe da ja gesehen, das biegt sich ja dann weg und das kriegst ja nicht richtig rauf und so. Das passt nicht.
Aber nichtsdestotrotz, die Grundfunktionen sind gut, leise, liegt richtig gut in der Hand, hat auch ein gut angenehmes Gewicht, also nicht zu schwer, nicht zu leicht. Mit der Führungsschiene, da habe ich bei der Ehen, habe ich da so ein bisschen Probleme mit dem Großen, aber den Großen werde ich nie benutzen. Ich benutze halt ohne oder mit dem Kleinen, also den Kleinen für Koteletten auf 3 oder 4 mm runter gemacht und dann halt ohne für den Kopf und für die Seite vom Bart und die Spitzen vom Bart mache ich ja mit der Schere. Oder beziehungsweise, wenn ich es nicht mache, ich gehe halt zum Barbier, ja, der macht der Barbier, aber ab und zu mache ich es halt auch mal alleine, ja. Barbier kann ich euch nur empfehlen. Lasst euch vom Barbier den Bart machen. Mit Nasenhaare, mit Ohrenhaare, komplette Programm, lasst euch das geben. Das ist so entspannt, ey. Ich habe mich mal gewundert, warum sind Frauen beim Friseur, kann man doch selber, ne, und sagen, sind immer entspannt und so. Beim Barbier kann ich es verstehen. Da kann ich, also jetzt Erfahrung mit Barbier gemacht und so, kann ich super verstehen. Ist wirklich total entspannt. So. Nichtsdestotrotz soll es das gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde den euch verlinken in die Kommentare. In der Videobeschreibung. Bis dahin bin ich jetzt weg. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Curse.